Leute, willkommen zurück! Ich weiß nicht, was Michael da gerade macht. Er düst einfach weg, aber ich versuche. Oh, schau mal hier! Animal Crossing Fisch! Komm mit Angel! Apropos Animal Crossing, was denkst du eigentlich über die Lego Animal Crossing Sets? Ach, die wurden ja auch letztens announced, ne? Ja, ich find's irgendwie cursed. Also, kommt ein bisschen random. Ich meine, ja, okay, die Idee passt sehr gut. Ich weiß zwar noch nicht, wie die Sets aussehen werden. Wir haben ja nur bisher die Figuren gesehen. Mehr wurde ja noch nicht gezeigt. Ja, weiß nicht, ob ich mir es kaufen werde, aber ich find's lustig interessant. Nur es gibt ein paar andere Franchises, Zelda, wo ich mir denke, die hätten es ein bisschen mehr verdient. Ja, das stimmt schon. Wobei finde ich Animal Crossing auch ein gutes Spiel, vor allem für Kinder so, und es ist halt einfach wo. Kochst du? Mike, wir müssen kochen. Okay, wir müssen kochen. So, ich will die Story weitermachen. Noch nicht. Lass mich kurz noch ein bisschen umschauen. Ah, Junge, die Map wirkt auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr verwirrend. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten so überhaupt sind. Ah, die Statuen, die kennen wir noch aus dem ersten Teil. Ja, ja. Und Kalima. Kali, Kali. Göttin Kali. Ai Kali. Ai Kali. Ai Kali. Wir müssen so ein Edit davon machen und das dann hier so einblenden. Kennt ihr das auch? Ja, komm, gehen wir. Oh, warte, warte, noch nicht. Ich habe hier noch ein Secret gefunden. Nee, doch nicht? Nee, doch nicht, ich bin dumm. Aber da oben ist noch was, was ich machen kann. Oh, nice. Wo ich hier Fisch stehen? Nee. Ja, natürlich kommst du da hoch. Ah, nee, ich komm auch hoch. Mit ein bisschen rumtricksen. Die Toilette runterspülen. Ich kann es nochmal machen. Ich kann nochmal die Toilette runterspülen. Ich war's nicht, ich schwör's. Also Mike. Nein, ich war's nicht, wirklich nicht. Mike. Wir sind grad. Sorry, ich hatte Schlangen zum Frühstück, aber sag das nicht, Charlie. Ich glaube, das ist eine unendliche Geldfarm wie im ersten Spiel. Ja, okay, komm, lassen wir's. Kommt nichts mehr. Wie funktioniert eigentlich sein Headpiece? Erklär mal. Ja. Ah. Ist wahrscheinlich eingeklemmt, so ein bisschen durch den Start in der Mitte, aber. Ich denke nicht, dass es gut halten würde. Die waren aber gerade nicht da. Und wie findest du die drei zusammengesteckten Hydranten? So sehen die aus. Oder sind wie Kokosnüsse? Warum sind die orange-weiß? Die sehen überhaupt nicht aus wie die drei Steine, die sie eigentlich darstellen sollen. Banane! Micha, was macht deine Familie da? Boah. Ja, wieso? Du bist doch hier der Affi. Das Dorf hier finde ich ganz interessant. Was ist das ja eigentlich? Willy Abendanzug. Unsere Lady. My Lady. Kann ich ihn auch spielen? Auf jeden Fall sind wir jetzt im Dorf von diesen Indern hier gelandet und sie wollen unsere Hilfe haben, um die drei Sankara-Steine zurückzubringen. Wobei das hier nur im Spiel so ist, im Film hatten die nur einen. Woher die anderen zwei kamen, ich glaube, die waren da im Tempel schon drin. Da oben ist einer! Ich brauche eine Banane, glaube ich. Oder irgendwas anderes, was er haben will. Oh, kann man nicht einfach die Palme kaputt schlagen? Ja, echt so. Ich meine, wenn Minecraft Steve das kann, was hält dann Indie davon ab? Aber es ist halt wie ein GTA, du kannst mit einem Auto, weiß Gott, was umrammen, aber wenn dann Laternenpfosten ist, nee, dann fliegt dein Auto weg. Oh Mann. Wir dadurch? Ja, wir können. Ah, hier können wir jetzt drüber. Schau mal, unser alter Freund, der. Ich habe keinen Bock auf ihn. Das eine Level mit dem Elefanten aus dem ersten Teil war mir nicht gefallen. Oh, hier brauchen wir dich. Ja. Hier brauchen wir dich. Kannst du was aufbauen? Haben wir schon das ganze Geld? Nee. Wurde auch so jetzt erst angezeigt. Wasser. Jetzt ja. Fehlt. Oh, die Erde haben wir auch schon. Jetzt fehlt noch Feuer und Luft haben wir auch schon. Kannst du ein Feuer machen? Das ist nicht warm genug. Kumpel, ich hol dich da raus. Ich muss nur erstmal rausfinden, wie. Kann ich da rein? So, darüber? Nee, nee, gar nicht, nicht. Hier fehlt noch Leiter. Hier ist Feuer. Was brauchst du Feuer? Ich glaube, damit kann man hier Suppe kochen. Ach komm, das kann ich ja machen mit dem Rad. Guck mal, ich kann nicht Suppe.
Ups. Hier kann ich Suppe kochen. Ich kann mit den Schultertasten. Kann ich dabei der Suppe hochsteigen, siehst du das? Ah. Oh. Nein, das Geld! Hallo, die Cutscene! Nein! Das ist gemein. Oha. Ich dachte, das war so ein Sprinkler, wo so Wasser überall rumgespritzt wird, aber nein, da wächst was. Alter! Guck dir da, Junge. Ich konnte wirklich nur 3 einsammeln. Da muss man vorher dran stehen bleiben. Das ist gemein. Wieso macht man sowas nicht? Guck mal, jetzt mache ich alles wieder kaputt. Ja, all das Grün wieder kaputt. Die ganze Ernte. Ja, sorry, ich brauche halt die Banane, ne? Ich hab Hunger. Das ist meine Entlohnung. Banane. Hab ich einen. Eine Kokosnuss hab ich geklar, Haut. Hast du eine Kokosnuss geklaut? Der hat eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen. Der hat 2 Kokosnüsse auf den Kopf bekommen. Der hat gar keine Nüsse. Ich glaube, wir können nichts mehr machen. Irgendwas haben wir übersehen. Ja, ich habe gerade eben gesagt, hier brauche ich dich links. Ja, wo denn? Ach, da oben. Ja, sorry, ich habe es nicht gehört. Ich habe. Lass mich hier bei der Suppe hoch. Die haben da sogar Fleisch drin und Wurst. Ist das eine Anspielung an Supporter? Hier kann ich dir was runterschieben, dann kannst du schon mal aufbauen. Bitteschön. Ich mach sowieso Malady dafür. Achso, du baust das gerade für sie auf. Bam. Aber warum hat sie das im ersten Teil nicht gehabt? Diesen Parfüm. Das macht sie zumindest mal besonders. Wieso passiert nichts? Achso. Ah, jetzt bist du bei Indy. Und wie fühlt es sich an, der Main Character zu sein? Will ich nicht mehr. Oh, nicht so gut. Komm, hol mich hoch. Ey, warte! Nein. Michael? Du sollst mich da jetzt hochbringen. Hochbringen? Du drehst an dem Rad? Und damit meine ich nicht, dass du wütend oder verrückt werden sollst. Du sollst einfach mal dran drehen. Geht doch. Danke. Guck mal da. Der Affi. Ich habe jetzt keine Banane mitgenommen. Oh. Okay. Was mache ich hier? Was will ich hier? Komme ich hier immer wieder raus? Das sieht cool aus, da wäre ich gerne drin gefangen. Warum das denn jetzt? Was ist denn hieran so cool? Da ist ein Schwert drin. Ach so. Ja, hast recht. So, Schlüssel habe ich gehört, kommt hier hin. Oh, warte, ich muss. Nein, du fährst wieder zurück. Oh, ich kann es nicht mehr zurück tun. Das geht nicht. Oder gab es auf der anderen Seite so ein Ding? Gemacht. Oh, es geht automatisch. Das geht automatisch. Wie die Tomaten. Im Automat. Na, da oben kann ich ziehen, wenn ich Indy jetzt wäre. Wenn ich Indianer wäre. Junge, lass mich doch reinspringen. Dann spreng dich daneben! Geht doch! So. Nein! Oh. Ach komm, jetzt stell dich doch nicht so an! So schwierig ist doch dieses Spiel gar nicht! Das, das war jetzt diesmal nicht ich! Das war nicht ich! Ja, dieses einmal. Jetzt stell dich mal besser an, Mensch! Und du willst den Job wann durchgespielt haben? Dass ich nicht lache. Dass ich lache. Ha, der NPC hat besser mitgemacht. Ey. Und das war dafür gedacht, dass Indy hier oben ist. Ah ne, geht doch nicht. Der kann doch da nicht hoch. Ich muss doch hier irgendwas machen. Ich versuche mal hier raufzuschlagen. Hier zu schlagen. Nein, hier wo ich gerade bin. Ja, siehst du? Ich habe auf den 500er IQ. Du. So, Charlie, mach mal auf. Okay. Du hast noch gar kein Ranking gemacht von deiner Liste, ne? Was wir in der letzten Folge gemacht haben. Welche Filme in welcher Reihenfolge du am besten findest. Boah, das ist auch schwierig. Ich hab's auch versucht, okay? Ich hab. Vielleicht werde ich meine Meinung irgendwann ändern, aber. Jedes Mal, wenn man mich fragt, sage ich was anderes. Okay, was ist jetzt gerade, nachdem wir den 5. Film geschaut haben? Nice. Ich würde sagen,
Am meisten mag ich den ersten Teil. Das ist einfach der Klassiker, da der oben. Einen da reinbringt. Der hat, finde ich, die... Es hat sehr gute Action-Szenen auf jeden Fall. Ich liebe den Soundtrack davon, vor allem Marions Film finde ich sehr schön. Ja. Ansonsten, der war halt für diese Zeit bahnbrechend. Ist kein Wunder, dass es so ein bekannter Blockbuster aus den 80ern ist. Wenn man so an Actionfilm aus den 80ern denkt, dann kommt meistens auch direkt der Film in den Sinn. Mhm. Also ich finde, da konnte man gar nichts falsch machen. Das war für die Zeit, Alter, ein sehr guter Film. Ich hoffe, wegen dem 1 Millimeter kommt er da nicht durch. Auf Platz 2 würde ich dann ganz knapp Teil 3 machen. Der wurde nach derselben Formel von Teil 1 gemacht, nachdem der zweite Film Tempel des Todes gefloppt ist. Ja, ich weiß nicht, ob der überhaupt gefloppt ist, aber der war unbeliebter, weil er ganz anders war als der erste und zu düster war. Alter, ich komme nicht lang. Das muss doch so gehen. Oder nicht? Warte mal. Du musst, glaube ich, von... Hä? Doch, das... Oh, warte mal. Hier ist doch ein komplett neues Gebiet. Also auf Platz 2 würde ich dann auch der letzte Kreuzzug packen. Der wurde so ähnlich wie der erste Film gemacht. Nach also Platz 1 ist der erste, Platz 2 ist der dritte. Ja, aber ich mag auch den Vater als Charakter. Ich finde, der Film wurde ganz gut gemacht. Das war meiner Meinung nach der Film mit der besten Comedy von der Reihe. Mhm. Ich brauche, glaube ich, eine Banane. Kannst du eine Banane holen, das machen? Platz 3 wäre dann für mich der vierte Teil, der am unbeliebtesten war, einfach weil er den größten Einfluss auf mich hatte, weil... Ja. Ja. Ey. Ja, ich bin mit dem Film aufgewachsen. Der hat mich schon stark beeinflusst in meinem Geschmack. Mhm. Auch wenn der Film nicht so beliebt ist, ich finde, das war in sich ein ganz guter Film eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, man muss hier wieder hoch. Ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Achso, ja, mach mal mit Indy, dass ich da... Warte, ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit. Ich nenne ihn Benjamin. Auf Platz 4, das ist schwierig. Weil für mich sind Tempel des Todes und der fünfte Teil ungefähr auf einem Niveau. Ich würde sagen, Tempel des Todes ganz knapp drüber. Weil... Nein. Ich finde, das war auch ein Klassiker. Ich finde, das mich stört dieses Düstere an dem Film überhaupt nicht. Jetzt. Okay. Also ich würde sagen, der neue sogar am schlechtesten von den allen Filmen, aber was? Das liegt nicht daran, dass ich den Film schlecht finde, sondern dass er eben eine schwierige Konkurrenz hat. Kannst du die runterholen mit deiner Peitsche? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir brauchen die Bananen. Oder gibt es verschiedene Bananenbäume? Ja, das wäre auch dumm. Warte, vielleicht müssen wir das mit dem Elefant rammen? Kann er angreifen? Kann er irgendwas? Kann er irgendwas? Was kann der überhaupt? Hast du dein Ranking fertig gemacht? Ja, letzte Folge, glaube ich. Welchen mochtest du nochmal am wenigsten? Am wenigsten mochte ich... Achso, ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen den zweiten und den... vierten. Ich würde aber schon sagen, dass ich den zweiten am wenigsten mache, wahrscheinlich. Das war halt weil sehr dark ist, und... Ja, mich stört's nicht. Aber also das Ding ist, warum es für mich so schwer ist, das zu sagen, ist, weil der zweite Film sehr, sehr viele ikonische Szenen hatte. Guck mal, da oben ist wieder lang. Ja. Warte, zieh mal, dreh mal an dem Ding. Nein, geh mal runter und dreh mal an dem Ding. Damit ich rüber kann. Was hast du sagen? Der zweite Film hatte, finde ich, ein ziemlich herzerwärmendes Ende dafür, dass er düster war, und das macht den Film für mich noch besser. Ja. Ständlich. Hier so schönes Moneten. Geld. Wow. Und dafür brauche ich Geld. Hä? Warte mal. Das kann doch gar nicht stimmen. Haben wir hier einen Bug oder so? Oh, wir waren hier, ne? Ich glaube, das verbuggt dem Affen. Da oben müssten wir eine Banane geben, aber... Die Bananen respawnen nicht. Ich sag's mal so, entweder einer von unseren Charakteren hat, ohne dass wir es wissen, eine Banane in der Hand. Oh, guck mal nach links. Guck mal den Ding an. Du hast eine Banane in der Hand.
Ich hatte auch den Verdacht, dass irgendwer von uns eine Banane hat, aber da habe ich nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Ich hatte den Verdacht, dass irgendeiner, nicht ich natürlich, die Banane noch in der Hand hat und es vergessen hat. Bei mir war das schon öfters so, dass ich zum Beispiel irgendwas gesucht habe. Ich habe manchmal sogar meine Brille gesucht, während ich die eigentlich aufhatte. Ey, kennst du das, wenn du dein Handy neben dich legst und dann die ganze Zeit dein Handy suchst für so 10 Minuten, dann so merkst, oh, es liegt ja die ganze Zeit neben mir. Ja, aber ich glaube, das ist nochmal Next Level. Weil Stefan, du trägst eine Brille und suchst die dann. Ja, also... Ah, guck mal, man sieht meine Banane so ganz leicht unter der Schaufel. Ja, vor allem wenn du die Brille eigentlich aufhast, dann musst du doch irgendwie merken so, hä, wieso kann ich auf einmal besser suchen? Wieso sehe ich auf einmal alles besser, wenn ich das suche? Also doch kein Bug, yay, wuhu, yippie! Ich finde das blöd, ich finde man sollte immer Bananen aufsammeln können. Ja, weiß ich nicht. Die geht halt immer nur einmal rum. Was war der letzte? Der letzte Monkey. Der war oben doch auch noch irgendwo ein Monkey. Jetzt nehme ich das mit. Und ich vergesse es nicht. Da oben ist der. Achso, ja, ich sehe ihn, ja. Den sehe ich. Huh? Okay. Interessant. Du hast ihn aber weggeworfen. Komm ich ran? Oh. Oh. Yay. Davor, der hat sich so umgeschaut und dann die Banane wieder zurückgeworfen. So nach hinten. Okay, wir sind durch. Gut gemacht, Andy. Was, schon wieder geklaut? Hat alle drei diesmal geklaut. So kann man auch irgendwo hinkommen. Ja. Warum macht man das nicht in real life? Hä? Nichts so einfach hinkatapultieren. Oh. Das ist zu schwer. Geht nicht. Warum wusste ich, dass das passiert? Das war wieder ein Schuss in den Ofen! Ich hätte es lustiger gefunden. Der hat sich in den Arsch abgelacht. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn zum Beispiel nur Shadow runtergeht und dann der Elefant wegfliegt, aber hat dieselbe Wirkung. Oh, wir werden angegriffen. Oder wenn Shortround oder Indy einfach seine Kappe verliert, also seine Kopfbedeckung und die dann hochfliegen. Ja, vielleicht passiert das ja noch. Wir wissen aber nicht, wie die nächsten Level aussehen werden. Müssen die Halunken besiegen! Die Trucks waren ja in echt so ein Clan, die haben richtig viele Menschen auf dem Gewissen gehabt. Alter. Schau mal nach, wie viele Leute schätzungsweise durch die gestorben sind in echt. Das ist jetzt noch schnell. Fuck, die können wir direkt benutzen, nehmen wir mal mit. Da oben. Das ist doch der richtige, oder? Für die Statue? Ja. Für die Aikali-Statue. Guck mal, ich kann unendlich lang Bitty machen. Machst du was? Nein, Tag, da komme ich nicht dran. Okay, du machst das und ich... such so lange weiter, obwohl ich glaube, nee, du bist zu weit. Michael? Ja. Was machst du? Da oben was ist ich es. Machen? Da oben die Schatte. Ah, Fokali mal. Fokali. Ich habe hier oben was gefunden. Geld. Ja. Ich komme da nicht dran. Ich komme da auch nicht rein. Verdammt. Oh, Bonus-Level, mach mal. Können wir schon machen? Ah, so eins. Mit einem Charakter, den wir eigentlich auch gar nicht haben. Auch gut. Super. Aber besser als wenn die uns sagen, ja, du kannst das Level nicht machen. Warum kann ich das Level nicht machen? Brauche ich dafür einen schnellen Charakter? Nee, ich meine, manchmal geben die uns ja die falschen Charaktere für die Bonus-Levels und wir merken es erst am Ende. Nee, hier nicht. Das kann hier nicht sein. Level fehlgeschlagen. Martins, oh, eine Zeitangabe. Okay, warte, lass mich mal nochmal versuchen. Du bist die Kamera und folgst mir einfach. Okay. Alter, war Geld. Egal. Du machst weg. Ja, das ist gut. Okay, Checkpoint. Weiter geht's. Nächste Kugel. Aber das ist genauso wie in dieser einen Lego-Set, oder?
stimmt, ja. Da ist die Brille auch. Du kannst zurückgehen tatsächlich und mal das Geld einsammeln. Wenn du möchtest. Das ist ein cooles Level-Konzept. Ja. Haben wir auch so noch nicht gesehen vorher, oder? Ja. Warum gibt's sowas nicht öfter? Wo muss ich lang? Ja, toll. Speedrun. Schnell! Bam! Boah! Alter! Okay, wir sind durch. Wir müssen nochmal kurz zurück, da gab es noch ein, zwei blaue Stats, die wir schnell einsammeln können. Das war ein interessantes Konzept. Oh, oder so. Das reicht. Hat mir gefallen. Would do again. Du auch? Ja. Spiel denkt sich so, ich muss überlegen. Man lädt so lang. Wir haben jetzt so viel Geld, wir haben eigentlich auch schon genug für den mal 2 Start, aber ich kaufe den erst am Ende. Wir wollen auch noch genug Geld für die ganzen Bonus- und Special-Characters, die auch super selten noch sind und super viel kosten, wie das Alien. Oh, das Alien musste ich ja auch farmen. Was nicht so cool war. Aber doch, war eigentlich ganz cool, weil die Level sind chillig. Also das ist die Map, einfach nur so ein Berg von oben nach unten. Jo. Aber ich frage mich, wo hier dieser chinesische Teil davon ist. Weil das ist ja eigentlich alles in einem drin. Ja, es ist halt so auf verschiedenen Inseln alles verteilt, ne? Dann ist es aber schon eine recht große Insel hier. Ja, stimmt. Hätte ich nicht gedacht am Anfang, dass das so groß wird. Ich schwimme mal nach ganz oben, vielleicht finde ich was. Du findest sehr viel gerade. Ich weiß doch gar nicht, wo du lang gegangen bist, um dahin zu kommen. Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Nein, hier oben ist ja gar nichts mehr. Oder war das was in der Höhle? Das hier unten. Na hier. Ich bin hier gerade beim... Oha, guck dir mal das beim Wasserfahren, die Brücke hier. Bei dir? Oha. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Nee, da war ich ja schon. Ah, okay, alles klar. Naja, geh da mal rein. Oh, obwohl, das ist das nächste Level, ne? Ah, nee. So lang geht die Folge auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir gucken uns doch ein bisschen die Map an, wenn es geht. Und ansonsten den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Ach, schau mal, wo ich bin. Hui! Den Sprung nach unten haben die ja auch überlebt im Film. Stimmt. Sehr realistisch. Realismus in Filmen und Videospielen. Ich bekomme gerade einen Stein nach dem anderen. Ja, geil, freue ich oha. Mich. Oha, guck dir das an. Alter, was ist denn bei dir da? Der wird gefoltert, der Arme. Leute, das passiert mit euch, wenn ihr keinen Like da habt. Das da sind die zwei Leute, die kein Like da gelassen haben. Schau mal, wie wir haben. Guck mal, ein alter Freund. Hallo. Ja. Genau das passiert mit euch, wenn ihr keinen Like da. Mike, siehst du dieses Fass hier? Ja. Das sind deine Hater. Oha. Leute, merkt euch, das ist auch eins. Ihr seid auch hier. Brutal! Schau dir den. Killerspiele! Videospiele machen einen zum Mörder. Hier ist auch ein Steini. Eine Stony and a Rock. The Rock. Gestern haben wir doch im Stream gesehen, dass das nicht auf die Videospiele, sondern auf die Horrorfilme schieben wollte. Ja. Oh man. Oh man. Hier am Strand will ich Urlaub machen. Von den ganzen Hatern. Spaß. Imagine. Das ist ja gar nichts. There's nothing! Ich, warum ist da nothing? Klär mir das mal bitte. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Eine Junke. Kauf die mal. Fahr mal mit der rum. Sieht voll schön aus. Das sieht cool aus. Oh, das ist ein Rennen. Schaffst du's? Komm, ich glaub an dich. Ich glaub, du schaffst es. First try. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy, genau. Dumm. Hört sich ein bisschen an wie bei irgendeiner. Irgendeinem Dienst, wo man. Ach, egal. Weiß nicht, ob das Ubisoft oder so war, aber irgendwo, wo man so ein Menü durchklickt. Das hört sich irgendwie das Sound dumm. Oh! Oh, der Tänzer. Direkt da. Die kenne ich aber gar nicht. Tanzendes Mädchen. Oh, die ist süß. Die will ich spielen. So kann man auch Tänzerin beschreiben. Was? Ja, tanzendes Mädchen. Tänzerin. Ach so, ja. Auch gut.
Auch, guck mal, was ich hier habe. Ja, das könnten wir später aufspringen und... Ach, du bist jetzt schon im chinesischen... Ja, Raum. Oben rechts ist das. Short Rounds Auto. Na, jetzt ist es mein Auto, Short Round. Den kriegst du wieder, wenn du 18 bist. Das Auto oh. gab's auch beim Lego-Set. Ich finde, das sieht ganz schön aus. Was, dass er es erst zurückbekommen hat, als wenn er 18 wurde? Ja. Aha. Warte, vielleicht kann ich hier einen freikaufen, wenn ich die besiege. Freikaufen? Ja, ich rette sie. Bezahle ja, eine Million oder du wirst sie wiedersehen. Der Tänzerin weg, der hat Angst. Wer ist weg? Da ist gerade einer die ganze Zeit vor der Tänzerin weggerannt. Oha. Brutal! Ziemlich pervers. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wen haben wir denn hier bitte? Mister, was geht? Sieh das an? Shanghai Ganove. Ah, jetzt bin ich auch hier. Eieiei, Shanghai, eieiei, ah. Okay, aber jetzt war es das wirklich. Jetzt haben wir uns die Map genauer angeschaut. Jetzt kennen wir uns aus. Beim nächsten Mal haben wir sie auswendig und... Schau mal hier die Bilder. Komm her, schau mal hier. Siehst du die Bilder? Ja. Die sind nicht schön. Schön realistisch. Yeah.